Herr Gemmeke für Bündnis 90 Die Grünen. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Gute und gesunde Arbeitsbedingungen sind eine Zukunftsinvestition, die sich für alle lohnt, für die Betriebe, für den öffentlichen Dienst und insbesondere für die Beschäftigten. Schlechte Arbeitsbedingungen machen hingegen krank. Schon heute sind die psychischen Belastungen mit 37% die Hauptursache für Frühverrentungen, das wurde schon gesagt. Wer jedoch bei uns zu früh in Rente geht, bekommt auch weniger Geld und in der Folge droht dann Altersarmut. Das Problem hat ja inzwischen auch die Ministerin entdeckt. Sie hat aber mit ihrer Zuschussrente nur die Symptome im Blick. Entscheidend sind aber auch die Ursachen. Wer Altersarmut bekämpfen will, der muss auch dafür sorgen, dass die Menschen gesund bis zur Rente arbeiten können. Gestern haben wir ja zum ersten Mal im Ausschuss über dieses Thema diskutiert. Unstrittig war, dass die Krankheitstage aufgrund von psychischen Belastungen von Jahr zu Jahr zunehmen. Die vagen Lösungsansätze waren für mich aber nicht überzeugend. Es ging um deklaratorische Klarstellung, um Sensibilisierung. Das alles hat sich sehr unverbindlich angehört, und das ist mir schlichtweg zu wenig. Was wir brauchen, sind konkrete Werkzeuge, die wir den Betrieben an die Hand geben können. Notwendig sind klare Definitionen und Vorgaben. Die Betriebe müssen wissen, wann und wie psychische Gefährdungen am Arbeitsplatz entstehen und wie sie vermieden werden können. Bei Schichtarbeit, bei Taktarbeit, was bewirkt Mobbing, wo liegen die Grenzen bei der Rufbereitschaft, bei Arbeitsverdichtung und Mehrarbeit. Betriebswirtschaftliche Ziele und die Leistungsfähigkeit der Menschen müssen schlicht zusammenpassen. Geht es um Lärmschutz oder giftige Chemikalien, dann existieren Verordnungen. Für den Bereich der psychischen Belastungen fehlen aber entsprechende Regelungen, und das ist nicht akzeptabel. Der Schutz vor psychischen Gefährdungen und Stress am Arbeitsplatz muss im System der Arbeitsschutzgesetze konkretisiert werden. Und deshalb fordern auch wir mit unserem Antrag, dass endlich eine Antistressverordnung auf den Weg gebracht wird. Das reicht aber nicht. Die Arbeitsbedingungen müssen auch alters- und alternsgerecht ausgestaltet werden. Und zentral sind dafür die Gefährdungsbeurteilungen. Und die müssen zukünftig verbindlich durchgeführt werden, und zwar auch altersbezogen. Und hier greift der Antrag der Linken zu kurz. Notwendig sind Arbeitsbedingungen, die dem jeweiligen Alter der Beschäftigten angemessen sind und perspektivisch das gesamte Erwerbsleben im Blick haben. Dem Arbeitsschutz fehlt bisher auch eine Geschlechterperspektive. Denn was für Männer akzeptabel ist, muss noch lange nicht für Frauen gesundheitsförderlich sein. Gerade wenn es um arbeitsbedingte psychische Belastung geht, sind Frauen doppelt so stark betroffen wie Männer. Das liegt zum einen daran, dass ein beträchtlicher Anteil der Frauen in prekären Jobs arbeitet. Andererseits ist es auch ein Indiz dafür, dass in Deutschland die angebliche Vereinbarkeit von Familie und Beruf immer noch auf Kosten von Frauen geht. Sehr geehrte Regierungsfraktion, bei diesem Thema geht es um die Gesundheit und die Lebensqualität der Beschäftigten. Psychische Erkrankungen sind schrecklich, denn sie isolieren die Menschen und belasten zugleich die gesamte Familie. Nehmen Sie das bitte endlich ernst. Aber es geht auch um die Betriebe, denn nur mit einer tragfähigen Arbeitskultur, die Jungen und Älteren ebenso wie Männern und Frauen gleichermaßen gerecht wird, ist der demografische Wandel und der drohende Fachkräftemangel in den Betrieben zu bewältigen. Nehmen Sie sich dem Thema also an. Machen Sie sich zusammen mit den Sozialpartnern auf den Weg. Wir brauchen eine alters- und altersgerechte Arbeitswelt. Vielen Dank. Es spricht jetzt der Kollege Ulrich Lange für die CDU.